Hallo zusammen, heute hier im Kochstudio. Kochen mit Peter oder Kochen mit der Batterie? Mit Wechselrichter? Wie sieht das aus? Ich habe hier einen kleinen Kochherd, ich habe eine Bratpfanne. Ihr kennt die Waffen einer Frau. Bratpfanne, Nudelholz, Teppichklopfer. Die setzen wir hier drauf. Und ich habe hier, irgendwo steht es, 1,5 Liter Wasser. Es ist nicht das, ich habe das aufgefüllt. Es geht hier eigentlich nur ums Volumen. Und ich mache das hier rein. Also ich habe hier, glaube ich, eine 2 Liter Pfanne. Und 1,5 Liter Wasser, sie ist nicht ganz voll, aber zum eine kleine Portion Spaghetti zu kochen und so weiter, 1,5 Liter ist eine Ansage. Dieser Herd hier habe ich bei Oma geklaut und den Wechselrichter hier rein. Und ich kann jetzt das hier aufdrehen. Da gibt es nichts anderes wie der Stufe Maximum. Ich habe hier auch ein Thermometer. Wir haben jetzt 17 Grad hier. Das mache ich logischerweise ins Wasser rein und wir schauen hier später. Und ich habe hier das App von der Batterie. Ihr seht hier oben, die Batterie zieht jetzt 130 Ampere. Die ist bereits im orangen Bereich. Ich kann aus dieser Batterie hier 10 Minuten, ist temperaturabhängig, kann ich 150 Ampere rausziehen. Das Wasser hat 16 Grad, das kam hier aus dem Hahn. Es wird hier schon ein bisschen wärmer. Die Zuschaueranfrage war ja nicht das, kann ich jetzt hier mit Omas Teil kochen, sondern mit einer Glaskeramik von IKEA. Das Teil heißt Tilreda, ist nickelnagelneu. Da komme ich dazu und ich habe hier den Einkaufsbeleg. Das war effektiv dieses Thema. Ja, IKEA St. Gallen, bla bla und so weiter. Diese, nicht Glaskeramik, sondern Induktionskochplatte, könnt ihr euch informieren, die kostet jetzt 29,90, das heißt 30 Franken. Ja, hier steht jetzt eigentlich alles drauf, wie bezahlt wurde und so weiter. Könnt ihr euch langsam durchziehen. Also die Platte ist neu gekauft, gestern glaube ich. Video kommt erst in 2-3 Tagen. Und ich sehe jetzt hier die Temperatur, die geht langsam hoch. 20 Grad, vorher hatten wir 16. 100, das Teil hat 1000. 300 Watt. Also ich belasse die Batterie, ich sehe es beim App und ich könnte auch hier über Zangenampermeter gegenkontrollieren, was das Teil zieht. Overload, das Ding geht nur bis 100 Ampere. Verlassen wir uns übers das App. Connect, muss ich noch die Batterie suchen. Vor war ich drin, rausgefallen. Ich ziehe immer noch so 120 Ampere. Wasser wird warm. Wir brechen die Übung jetzt hier ab, weil mit Omas Plattenkocher, das ist überhaupt kein Problem, das kennen wir. Wir schieben das hier jetzt auf die Seite. Kochen mit Peter. Und wir nehmen diese Glaskeramik, das war Induktionskochplatte von IKEA.
Also, ich muss sagen, für 29 Franken kann man hier nicht viel sagen. Ich habe eine Sperrtaste, hier muss ich lange draufbleiben. Nicht, dass ich per Zufall draufkomme. Und dann kann ich hier einschalten. Und dann habe ich hier die Leistungen, die ich dann hier, jetzt gehen wir mal, ja, da hat E1, das ist natürlich logisch, wenn ich nichts drauf mache, dann geht er auf Störung. Das ist an sich auch so richtig. Ich setze mein Wasser hier um. Das Wasser hat jetzt 31 Grad. Das kam hier zustande durch das Teil hier. Das ist auch jetzt einfach schon vorgewärmt. Ich habe es jetzt auf Stufe 6. Das Wasser hat 32 Grad. Und das App braucht hier, wenn ich jetzt das brauche, 109 Ampere. Ich kann hier hochfahren bis auf Stufe 0. Ich kenne mich hier nicht aus. Stufe 9 braucht er 170 Watt. Das Teil hat 2000 Ampere. Das Ding fängt an zu suchen. Auch der Wechselrichter wird warm. Ja, da fällt die Spannung zusammen. Für das können wir das Teil nicht brauchen. Ich fahre also wieder zurück auf Stufe 7. Da brauche ich 140 Ampere. Also, ich kann mit diesem Wechselrichter diese Heizplatte nicht auf Volldampf laufen lassen, weil das PMS hier 150 Ampere für circa 10 Minuten, das reicht. Wir sind jetzt hier beim Wasser bereits bei 42 Grad. Jetzt hier 140 Ampere, das ist absolut im grünen Bereich. Wenn ich jetzt hier einen Deckel drauf machen würde, geht es noch besser. Wir schauen jetzt, ob ich das Wasser zum Kochen bringe. Warum kochen elektrisch auf dem Boot? Oder im Caravan, im Van? Oder irgendwo in der Alphütte? In der Alphütte, das ist weniger das Problem. Da kann ich einen Gasgrill hinstellen mit der Flasche. Im Camper habe ich ja dann das Thema, ich muss eine Gasinstallation haben. Die muss ich prüfen lassen. Das gleiche auf dem Boot. Und im Boot, da ist dann immer so ein Thema, Boot und Gas. Ja, nein, weil im Boot habe ich unten keine Löcher, sollte ich nicht haben. Dann Gas, ja nicht elektrisch. Jetzt hier so ein Platte, das reicht, meistens gehen wir auswärts, das ist kein Thema. Aber irgend morgens mal Milch aufkochen oder Wasser für einen Kaffee. Wir sehen es auch hier auf dem App. Ich hatte zuerst, jetzt habe ich 79%, zuerst war sie auf 80%. Ich brauche schon richtig Strom. Wenn ich auf dem Campingplatz stehe, dann sind die 2000 Watt schon vielleicht ein Problem. Aber da habe ich Strom, dass ich übers Ladegerät reinladen kann, wenn ich nur 6 Ampere Absicherung. Oder ich kann hier natürlich mit der Leistung zurück, jetzt auf Stufe 7, 140 Ampere, das ist 10 Minuten für die Batterie, kein Problem. Länger habe ich das Problem, dass die Zellen dann wärmer werden und sich die Batterie abschaltet. 100 Ampere dauerhaft, 150 Ampere kurzfristig, 10 Minuten. Das reicht, um hier das Wasser, ihr seht es vielleicht, es fängt an zu kochen. Ich habe hier eine Temperatur jetzt von 60 Grad. Ich habe keinen Deckel, aber das reicht. Um zu Spaghetti zu kochen, muss ich das Wasser erwärmen, die 1,5 Liter. Und dann muss ich ja das einfach weiter kochen lassen bei einer gewissen Temperatur. Da brauche ich nicht mehr 150 Ampere oder wie jetzt hier 137, sondern da kann ich mit der Leistung zurückfahren und das weiter kochen lassen. Wir sind jetzt von der Batteriekapazität her, ihr braucht schon Strom dazu.
bin ich jetzt auf 75%. Also ich habe schon zum hier das Wasser, um zu kochen zu bringen, brauche ich ziemlich Strom, das sehen wir am Schluss. Eben der Gedanke, Gas im Wohnmobil oder im Boot. Ich kann mir einen mobilen Gaskocher kaufen mit Kartuschen, wenn ich mal großes Menü koche, weil hier habe ich nur eine Platte. Zwei Platten, die hier oder noch die von Großmutter dazu, ist grenzwertig. Ich bringe die 2000 Watt für diese IKEA-Induktionsplatte nicht hin. Der Wechselrichter wird es packen, die Batterie packt es nicht. Dann sage ich euch, kauft die größere Batterie, die 150 Ampere, und die bringt auch nur 150, die hat das gleiche BMS drin. Und wir kriegen jetzt noch eine 200 Ampere, da kann ich einfach länger kochen, aber nicht mehr Leistung rausziehen. Wenn ich jetzt wirklich den Wechselrichter ausschöpfen möchte, plus die 2000 Watt von diesem Kochfeld, dann muss ich zwei Batterien sauber verdrahten. Ich mache euch irgendwo ein Video über Parallelschaltung und dann kann ich 200, ich kann sogar 300 Ampere rausziehen. Das reicht dann, um das zu kochen. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich will nicht nur kochen, ich will eine Klimaanlage betreiben. Der Klimaanlage brauche ich mehr als 10 Minuten. Hier, wir sind jetzt bei 90 Grad, das Wasser fängt an zu brutzeln hier. Die Kapazität ist bei 71% und der Strom ist immer noch bei 135 Ampere, das ist konstant. Wir lassen jetzt das richtig aufkochen und dann gehen wir mit der Leistung zurück, dass wir beispielsweise eben Spaghetti oder Schupfnudeln oder irgendwas kochen können. Hier natürlich jetzt ohne Deckel, das qualmt dann ein bisschen, aber es geht. Das ist meine Aussage. Ihr könnt hier einen Wechselrichter zulegen, 2000 Watt, 1500 ist so ein bisschen knapp. Die kosten auch kein Vermögen mehr. Eine Batterie, eine reicht. Mit zwei Batterien könnt ihr den Wechselrichter voll ausschöpfen, dann ist das Problem nachher am Wechselrichter. Es kocht hier jetzt richtig. Wir schauen jetzt das mal von oben her an. Ihr seht, das kocht hier friedlich vor einem hin. Ich sehe es hier vielleicht, habe ich eingestellt auf 7, vielleicht sehe ich es. Also ich gehe jetzt dann mit der Leistung zurück. Kann man wieder reinschieben hier. Also wir haben jetzt nach Thermometer 98 Grad, es kocht, Stromverbrauch ist 130 Ampere und 70% haben wir noch drin und jetzt fahren wir hier zurück auf Stufe 3, die Hälfte Leistung. Und jetzt sind wir 76 Watt. Ampere braucht jetzt der Wechselrichter bzw. das Kochfeld. Es brutzelt nicht mehr so heftig wie vorher. Wir könnten noch eine Stufe hochfahren auf Stufe 4. Und so kann ich jetzt eigentlich so weiter kochen, bis die Batterie leer ist. Wenn ich jetzt sage, ich brauche hier, ja, jetzt brauche ich 90 Ampere. Wenn ich 90 Ampere brauche, dann hält das noch rund eine halbe Stunde, dann ist die Batterie auch leer. Das Thema ist, wie kriege ich die Batterie wieder voll? Mit Solar oder Laden mit dem Fahren und so weiter mache ich andere Videos. Aber ich hoffe, ich habe euch beantwortet, kann ich mit diesem Kochfeld hier für 29 Schweizer Franken, ihr habt den Kassenbeleg gesehen, kann ich da mit dieser Batterie und diesem Kochen, ich bin hier immer noch im Kochzustand, nicht mehr so heftig, Energietipp, Deckel drauf. Also kurz gesagt,
es ist ohne Problem möglich, mit diesem Kochfeld Wechselrichter von 2000 Watt, ich habe 2500 Watt, und einer Batterie zu kochen. Ob im Schiff, im Camper oder in der Alphütte. Aber da müsst ihr dann schon ein bisschen Solar bringen, wenn ihr jeden Tag kochen wollt. Hier mache ich euch einen Link über die Batterien parallel schalten, wenn ich zwei Batterien will, wie das vernünftig ist. Hier die Batterie im offenen Zustand, also wie die aussieht, wenn die ausgepackt ist. Und sonst bringe ich weitere Videos. Bleibt dran. Wenn ihr eine Idee habt, was ich so testen könnte, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bleibt mir alle gesund und bleibt doch auch mal wieder zu Hause.